Der Livestream ist ab jetzt live. Fantastisch. Wunderbar. Einen schönen guten Abend an alle, die uns jetzt zugeschaltet sind. Freut uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Könnt ihr kurz Heads up geben, so Ton, Bild, passt soweit alles. Einfach kurz in den Chat schreiben und dann können wir hoffentlich auch gleich loslegen. Ich habe den Tobias heute wieder mit dabei. Grüß dich und euch. Wir sind ja schon 7 hier, also. Ja, einiges. Wie geht's dir denn, Tobias? Wunderbar, wirklich. Echt alles perfekt. Und bei dir so? Ja, auch. Also kann mich auch nicht beschweren. Der Dividenden-Nerd ist schon da. Guten Abend. Grüß dich. Sehr schön. Ja, heute soll's, nachdem wir geguckt haben, ob tonlich und sonst alles soweit passt, uns auch mal ein Stück weit eure Aktien angucken. Und das ist sicherlich interessant, weil normalerweise gehen wir eher selten auf Titel ein, die wir vielleicht auch noch gar nicht gehört haben oder kennen. Ja. Und wir versuchen heute also einfach mal so eine kurze Einschätzung unsererseits. Also ihr könnt einfach sagen, die Aktie interessiert mich oder die habe ich im Depot. Wie findet ihr die? Und da gucken wir uns die wirklich mal so, naja, Analyse ist zu viel gesagt, aber in einem Blitzlicht gucken wir uns die selber mal ganz kurz an und sagen da irgendwie 2, 3 Sachen zu, die uns direkt zu diesem Unternehmen einfallen. Es sind bestimmt ein paar Unternehmen dabei, die wir kennen und andere, die wir bestimmt gar nicht kennen. Wichtig ist auch da, dass wir uns jetzt nicht irgendwie 78 Goldminen oder sowas angucken, sondern es soll schon irgendwie auch interessant sein und nicht, ja, was hältst du von Goldmine A oder dann von Goldmine B oder C, sondern wirklich einen gewissen Mehrwert, weil viele der Unternehmen, die irgendwie in der gleichen oder sehr, sehr ähnlichen Branche unterwegs sind, unterliegen auch den gleichen Systematiken. Nicht alle, aber zumindest dann doch viele. Servus Sven, schön, dass du auch da bist. Freut mich. Wunderbar, wir hören uns auch, das passt. Das passt sehr gut. Dann würde ich sagen, Tobias, wir haben uns ja auch ein, zwei Aktien überlegt, die wir so ein bisschen mal besprechen können. Willst du mit deiner ersten Aktie anfangen, die du uns heute mal mitgebracht hast? Also ich habe mir vorgenommen, dass ich meine Strong Buy Liste bespreche. Ja. Also ich habe eine Watchlist und die habe ich nochmal eingegrenzt auf Werte, die ich wirklich heute, morgen oder übermorgen kaufen würde. Mhm. Also vom Markt für den Kurs. Und das Ganze eben für Einzelkäufe und Sparpläne. Also kannst du einfach mal entscheiden, was dir lieber wäre. Sparpläne wären dann halt schon ab September, was ich mir theoretisch reinholen würde. Und Kaufkandidaten eben, ja, ab heute, ab morgen. Na, dann interessiert mich das, was ab heute, ab morgen ist natürlich. Okay. Also da steht oben Automatic Data Processing, Gazprom, Sherwin Williams und Tyson Foods. Das sind so die aktuellen Werte, die für mich wirklich auch zum aktuellen Kurs doch spannend sind. Und Tyson Foods, also wiederhol nochmal, Tyson Foods, Gazprom und was war das dritte? Sherwin Williams. Sherwin Williams. Die kenne ich ja noch gar nicht. Dann fang doch mal mit der an. Sollten wir da ansetzen. So, also laut dem Aktienfinder sind wir hier im Chemiebereich, obwohl das ja so halb stimmt. Also das kann man sich vorstellen wie ein Baumarkt, wo man halt alles für die Malerei bekommt. Mhm. Also die Seite ist auch, ja, kann ich gerade nicht zeigen, logischerweise. Ich kann dir mal den Link reinschicken oder den anderen Leuten den Link, damit die zumindest... Du kannst auch, ich weiß nicht, wie crazy das jetzt wird, wenn wir das spontan machen, aber kannst du nicht auch deinen Bildschirm teilen? Aha. Ist das nicht verrückt, was wir hier für Dinge machen? Wahnsinn. Hier, boah, innovativ 100. Ich flipp aus. Computer-Audio teilen, nee, das braucht man nicht. Nee, da hat man nicht doppelt. So. Okay. Ah, da sehe ich auf jeden Fall jetzt schon was. Das ist nur relativ klein, weil meine Wenigkeit sich noch auf der rechten Seite befindet. Aber wir sind ja von der schnellen Schule. Deswegen mache ich hier einfach mal die Szene duplizieren und schmeiß meine Wenigkeit mal hier raus. Und tschüss. Und es gibt schon Beschwerden, dass ich zu leise sei. Ist das so? Es ist so. Oh, ich glaube, da müssen wir ganz schnell sein. Ich glaube, die Bildqualität wird dann aber relativ schlecht, wenn du das teilst und ich mir das jetzt wiederum dann angucke. Ich glaube, das wird nichts. Ja, klar. Ein Versuch war es definitiv wert. So, jetzt muss ich immer meine Szenen wieder durchgehen, bis wir da sind. Dann hör mal auf mit Teilen, dann schick mir doch gerne gerade den Link, dann kann ich es aufrufen. Dann ist, glaube ich, die Qualität doch etwas besser. Ja.
Also ich habe den Link mal in den Chat gepackt. In den Stream. Ja. Warte. So. Ansonsten schicke ich es doch gerne per Skype. Gesagt, im Stream sehe ich es noch gar nicht. Okay, dann hast du Links posten ausgestellt, auch ganz spannend. Ist das so? Möglich. Also ich habe nichts aus oder irgendwie auch immer. Ja, das ist so Spam-Schutz, haben die das meistens aus. Ah, okay. Dann machen wir das doch so, weil ich hatte das vorhin extra mal eingestellt. Dann muss ich den hier ausmachen und dann machen wir den groß. Jetzt müssten die Leute was sehen. Du kannst mir auch kurz ein Feedback geben, ob das jetzt gut sichtbar ist. Ja, es dauert noch. Aber das... Jetzt hat man gerade, okay. Man hat gerade gesehen, dass du den Link... Also man sieht, was wir geschrieben haben, oder theoretisch. Ja, ja, das ist jetzt so. Stört das nicht? Ja, man sieht. Und es super. Ist ausreichend gut. Das ist doch sehr schön. Cool. Paint, Stains, Colors und Supplies. Genau. Das ist im Großen und Ganzen noch alles, was da passiert. Also für dich als Kunde ist eigentlich nur relevant, dass du dort Farben bekommst, dass du alle möglichen Utensilien bekommst für Hausbesitzer, für Architekten, also wirklich auch professionelles Bauwerk und Handwerk für, hier wird auch beschrieben, Bauherren, Auftragnehmer, also für Immobilienmanager, wie gibt es ja auch, also eigene Kategorien haben die eingeführt. Okay. Und da gibt es ja dann alles, was du brauchst. Also verschiedene Farbpaletten für Architekten. Es gibt Pinsel, logischerweise, dann Zubehör, also auch wirklich hochqualitative Sachen, wo ich mich gar nicht so aus dem Fenster lehnen möchte, also Dinge, die ich nicht kenne, nicht verstehe, also so Architektenzeug eben. Ja, also das ist das Geschäft. Klingt sehr einfach, ist auch so, also ja, klar. Haben halt ihre Shops auch teilweise. Ja, aber nur in Amerika, oder? Weil ich habe jetzt mal versucht, da stand hier, finde deinen Shop und... da war nicht so viel mit finde deinen Job. Aber bei dir meinst du? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob die nur in den USA oder in ganz Nordamerika sind. Also da müsste ich mal ganz kurz nachschauen. Ja, klar. Ich bin ja eher auf Daten fokussiert, wie du weißt. Also ob die jetzt in Kanada auch ihr Geld verdienen oder nicht, ist für mich eher hinfällig. 80% USA, okay, und 20% Ausland. Wurde gar nicht näher klassifiziert, also das einfach Ausland dann. Ja, ich kann jetzt auch noch mal hier reingucken in Sherwin-Williams, heißt der Spaß. Sherwin-Williams. Da die Daten aufrufst oder so, also die. Genau, ich hab hier was, Elite. Elite? Ja, 55 Billionen US-Dollar, also Milliarden Market Cap. Ah ja. Wir haben in den letzten. Dein Sound? Das mag an meinem Mikrofon liegen. Oh ja, das liegt. Ja. Ihr habt recht. Was denn? Ich höre es. guten Abend, Michael. Wenn er in eine Dose spricht. Ja, das tut mir leid. Das liegt aber nicht an mir. Das liegt am Tobi. Man hört mich nicht. Es ist auch sehr rauschend bei dir. Also ich kann ja jetzt, du kannst ja mal gucken, ob du es irgendwie fixen kannst. Ich gehe ja einfach mal weiter durch. Sherwin-Williams hat sich jetzt im laufenden Jahr tatsächlich sehr gut entwickelt. Langfristig, außer Corona, wie es hier ausschaut, sieht es auch einen schönen Aufwärtstrend. Hört man mich? Ja, bestimmt, oder? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ist die Frage, hört man mich besser? Ich gehe nicht davon aus. Ich glaube, von der Audioqualität ist immer noch nicht ganz so optimal. Das ist schlecht. Also wie gesagt, mein Mikrofon hat Wackelkontakte seit einer Woche und ich muss mir da mal ein neues zulegen, aber ja. Wenn wir jetzt hier weiter reingucken, hätten wir inklusive reinvestierter Dividende in den letzten 5 Jahren gemacht 178%, was ja dann doch gar nicht so schlecht ist. Ist aber eine relativ volatile Aktie im Gegensatz zum restlichen Markt. Man hat jetzt hier ein KGV von 35, was ja schon relativ viel ist für so ein Unternehmen, oder?
Also nicht, dass KGV jetzt das Nonplusultra und die wichtigste Kennzahl wäre, aber dafür, dass sie irgendwie so Farben und sonstige Sachen irgendwie vertreiben, stationär auch unterwegs sind, ist, glaube ich, schon relativ teuer, oder? Ja, man muss ja auch mal anschauen, wie das KGV von Procter & Gamble aktuell zum Beispiel. Ja, das ist ja auch ein Witz. Und ja, 670 US-Dollar stimmt. KGV 35, ja, ich weiß. Aber ich will mir auch nur zwei Stück mal kaufen und nicht... Also praktisch mit einer kleineren Position da irgendwie einsteigen. Aber auch wenn man sich anguckt, das Wachstum, das man oder das hier prognostiziert wird, sieht auch relativ ordentlich aus, wenn wir uns da die Gewinne angucken. Soll da Jahr für Jahr ein bisschen mehr gehen, irgendwie für die nächsten 1 bis 3 Jahre jedes Jahr 9,5%, was schon einiges ist. Wenn wir jetzt mal gucken, ja, in der Vergangenheit lag das Gewinnwachstum bei 9,3% pro Jahr für die letzten 5 Jahre, also, oder pro Jahr in den letzten 5 Jahren, was dann schon auch ordentlich ist. Also man ist da, glaube ich, ganz gut unterwegs, wenn man sich das hier so anguckt. Dividende ist eher mickrig mit 0,8%. Aber da musst du auf die Ausstellungsquoten schauen, denn die liegen bei, lass mich nicht lügen. Ich habe jetzt hier 26%. Genau, und auf dem Free Cashflow sogar nur 16. Ja, und man hat aber, man zahlt noch gar nicht so lange Dividende, oder? Ich weiß nicht. 42 Jahre. 42 Jahre, okay, er zeigt mir es nicht so lange an. Hat aber auch einige Jahre das Ding eher stabil gehalten, ne? Und dann ab und zu mal eine Steigerung drin. Bitte? Auf 10 Jahre sind es 17%. Ja, ja, aber ich meine pro Jahr, also wenn ich mir das jetzt hier angucke, sehe ich von 16 auf 17 keine Veränderung, oder? 3, 4, 3, oh gut, doch, minimal, doch. Ja. Minimal. Also da war es mini. Also es sieht hier sehr, sehr minimal aus und es war dann auch dementsprechend noch mal mit dem Mikrofon minimal, ja. Jahre laut Seeking Alpha. Aber krass, also wenn man sich überlegt, okay, also sie haben jetzt hier, was haben wir denn hier? Okay, die Schulden sind relativ hoch, sind aber zuletzt wieder ein bisschen niedriger geworden. Aber schon krass, dass sie so brutal laufen irgendwie. Ja, also die Schulden könnte man in 7 Jahren tilgen, also da würde ich mir keine Sorgen machen. Aber schon krass. Und sind, wenn man ehrlich ist, also mit 55 Milliarden ist ja jetzt auch keine Putze mehr, ne? Also, nee, die sind dann doch auch etwas größer mittlerweile. So, ich hole dich mal wieder zurück, dass wir beide uns sehen. Warum bist du zu Anrufwechseln? Ist das jetzt richtig? So. Ah, da bist du doch wieder. Also beim Ton wird es leider nicht mehr viel Spielraum geben heute. Ich kann versuchen, hier nochmal was zu machen. Sag mal was. Ja, ich sag was. Wenn ich jetzt. Also hier gibt es so Einstellungen automatisch anpassen. Ich glaube, jetzt dürftest du vielleicht ein bisschen lauter sein. Ich versuche ein bisschen leiser dann zu sprechen. Vielleicht, vielleicht löst das unsere Probleme. Ja. Weiß ich noch nicht. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Also die Leute müssten öfter auf mein Video klicken, dann kann ich mir für das Geld ein neues Mikrofon kaufen. genau, Dividendenrendite liegt bei 0,8%. Danke, Thomas. Hm. Genau, also relativ wenig, aber sie steigern das wohl schon relativ lange. Es gab mal 1-2 Jahre, da war es mehr so eine Alibi-Erhöhung irgendwie. Aber an sich zahlen die wohl schon eine ganze Weile Dividende. Aber ich finde es schon, also ich finde es wie gesagt sehr, sehr interessant, weil die machen jetzt nichts irgendwie Krasses vom Gefühl her. Stimmt. Und fast schon die Frage, wie sich das auch zukünftig weiterentwickelt. Ja, man kann bei jedem Geschäftsmodell eigentlich irgendwie sagen, so Death by Amazon oder sowas. Aber die scheinen da einen ganz speziellen Service irgendwie leisten zu können, weil ich könnte es mir nicht anders erklären, weshalb man ansonsten
es irgendwie schafft, in den letzten Jahren jedes Jahr die Gewinne um 10% irgendwie zu steigern. Und wenn man jetzt in die Zukunft guckt, dass man sagt, okay, zukünftig sollen die Gewinne auch weiterhin um 10% steigen, das ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer. Dafür ist die Aktie, denke ich, momentan relativ, ja, oder etwas teurer bewertet. So vom Gefühl her. Ja, es kommt drauf an, mit was du es vergleichst. Also wenn du es mit einer, weiß ich nicht, Apple vergleichst, die ein Abwärtspotenzial von mittlerweile 40% hat, dann natürlich sehr moderat bewertet. Naja, man muss es ja schon vergleichen mit Unternehmen, die irgendwie auch in dem Sektor unterwegs sind, ne? Und tendenziell sind die ja eher niedriger bewertet. Ist die Frage, was ist der Sektor? Also ich würde es zum Sektor unzyklischer Konsum packen, also in Richtung Walmart, Target und eben nicht zu BASF, also Chemie. Obwohl der Aktien, finde ich, hier sagt, es ist Chemie, also... Ich hätte sie jetzt vom Gefühl her auch eher in eine Walmart oder sowas eingeordnet. Dann sind wir relativ niedrig bewertet, wenn du es mit einer Walmart vergleichst. Ist das so? Also vom KGV jetzt nicht unbedingt, aber vom KUV zum Beispiel ja. Auch ansonsten, also wenn du das auf die prognostizierten Werte in 2 Jahren draufrechnest, dann hättest du hier sogar noch ein Aufwärtspotenzial von ungefähr 3% pro Jahr. Und wenn du das mal schauen mit der Walmart, die ist ja auch schon komplett drüber. Ja, warte mal. Also es kommt immer darauf an, womit man es vergleicht. Eine McCormick zum Beispiel finde ich sehr spannend. Und wenn du hier den fairen Wert heranziehen würdest, dann hättest du auch noch massives Abwärtspotenzial. Also ähnlich wie bei Walmart, da wären 6% Negativrendite noch in Ordnung. Ja, interessant. Haben wir denn im Chat noch, ich glaube, der Aktien-Shark hat geschrieben, B&G Foods. Kennst du die Firma? Hast du schon mal von der gehört? Das war jetzt letztens so ein Risikoinvestment, das er getätigt hat, das habe ich mitbekommen. Das ist ein, auch aus dem unzyklischen Konsumbereich, muss ich jetzt mal ganz kurz nachschauen, die hat eine enorm hohe Dividende, mal lass mal nachschauen, hier steht, ja, 6% aktuell. Gurken, Relish, Gewürze. Das ist so eine Holding-Gesellschaft irgendwie. Ja, ist die Frage, warum? Also, was spricht für die Aktie im Vergleich zu einer Unilever oder zu einer Procter & Gamble oder zu einer McCormick? Mhm. Was hat die außer einer hohen Ausschüttungsquote? Was ist da spannend? Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann euch, da sagt er auch, ich hole euch mal wieder bei mir auf den Screen, dann könnt ihr das alle vielleicht ein bisschen besser sehen. Ihr könnt uns zwischenzeitlich auch gerne mal sagen, ob ihr das, wie es jetzt ist, jetzt mal abgesehen vom Ton bei Tobias, da ist Tobias auch immer ganz groß, ob ihr das interessant findet, was wir jetzt hier machen, oder ob ihr sagt, okay, nee, das bietet für euch keinerlei Mehrwert, weil das wär was, was man vielleicht zukünftig auch gerne öfters machen kann, falls da Interesse besteht. So, jetzt habe ich die hier offen, B&G Foods. Die sind relativ klein, ne? 2 Milliarden Market Cap ist ja relativ wenig. Das ist eine Pommesbude. So, Sales and Distributed Portfolio of Shelf Stable and Frozen Foods and Household Products in the United States, Canada, Puerto Rico. Okay. Und hat dann da verschiedene Dinge, Salat, Dressing, Mexican Style, also wirklich ganz, ganz unterschiedliche Produkte, die da anbieten. Jetzt haben wir hier, wenn man hier oben guckt, die Dividende ist nicht gut von den Gewinnen in den nächsten 3 Jahren, was da prognostiziert wird, gecovert. Und die Profit Margin, also die Marge im Prinzip, ist mit 6,2% niedriger als im letzten Jahr. Da hatte man 10,7%. Also selbst 10,7% ist relativ niedrig, wenn man überlegt im Food- oder im FMCG-Bereich. Ich glaube, eine Unilever ist da jenseits von 15. Ich weiß nicht, ob die sogar jenseits von 20 sind. Also da ist auf jeden Fall noch ordentlich Potenzial drin, ne? Okay, wenn man jetzt das Chart anguckt, die letzten 5 Jahre, man erholt sich so langsam wieder. Es ist aber tendenziell, ja, ist jetzt nicht ein Chart, wo ich ausflippen würde, aber ich bin ja auch kein Charttechniker und habe davon keine Ahnung.
In den letzten 5 Jahren hätte man eine Gesamtrendite gemacht von 20% inklusive Dividende und ohne Dividende minus 13,3%. Da gibt es für mich tendenziell interessantere Werte. Die sagen jetzt hier, die haben ja auch immer so eine zweistufige Discounted Cashflow-Analyse, dass die Aktie stark unterbewertet ist. Okay, also ich nutze oder ich schaue mir die Dinge gerne an, aber man muss dann immer noch mal für sich auch selber schauen, was man dann davon hält, weil das dann ja eben von jemand anderem gerechnet worden ist und immer eine Indikation, finde ich, gibt, aber man sollte sich da niemals drauf verlassen. Und die sagen jetzt hier in den nächsten Jahren sollen die Gewinne um 0,8% gesteigert werden. Das ist jetzt auch nicht so stark. Wenn wir weiter runtergehen, gut, die vergangene Performance war wohl nicht ganz so schlecht, aber ja, finde auch. Sorry, ja. Was gibst du, also sorry für den Ton, ich werde mich zurückhalten und werde weniger sprechen. Was gibst du auf die Discounted Cashflow Berechnung? Also von Walgreens zum Beispiel wäre die bei ja, klar. 15% pro Jahr. Trotzdem ist Walgreens dann einfach ein Geschäft oder hat ein Geschäftsmodell, klar, das einfach ja ausstirbt und wo die Investoren gar nicht mehr rein wollen. Also ob da jetzt der DCV Sinn macht bei toten Geschäftsmodellen oder generell, ob das noch so Sinn macht, ja. Alles gut, ich hab's nur, die zeigen das immer mit an und ich bin einmal durchgescrollt. Aber das ist vollkommen richtig, das muss man sich dann immer von Fall zu Fall angucken. Aktuelle Dividendenrendite ist bei 6,06%, was schon einiges ist. Und man steigert die Dividende auch regelmäßig. Aber jetzt hier Current Payout, ich weiß, das ist nicht der Free Cashflow, sondern nur gegenübergestellt mit dem Gewinn, aber da ist man jetzt bei 107% auf den Gewinn und auch in den nächsten Jahren ist jetzt hier prognostiziert bis 2023, wenn man die Dividende leicht erhöht, dass man dann irgendwie bei 94% rauskommt. Das ja. ist dann schon relativ knapp kalkuliert, würde ich mal behaupten. Ne? Ja, vor allem das Wachstum, das hier Aktienchart angesprochen hat, das sehe ich halt nicht. Weder beim Umsatz noch beim Cashflow noch beim Gewinn. Also das prognostizierte, vielleicht sieht er da andere Dinge. Vielleicht meinte, dass SC-Kurven durchstarten werden 2022. Aber laut den Fundamentaldaten würde ich hier nicht sagen, dass das spannend ist. Wir haben uns jetzt natürlich nicht die Produktpipeline oder sowas angeguckt. Nein, ne? Also das können wir jetzt nicht machen, wenn du jetzt sagst, die stellen ihr Portfolio gerade massiv um und machen zukünftig nur noch vegane, vegetarische Produkte und greifen, keine Ahnung, alle großen Hersteller an und auch Beyond Meat an und was auch immer und haben da richtig krasse Produktpipeline. Das kannst du natürlich jetzt so aus den Zahlen nicht sehen. Aber ich würde auch, wie du gesagt hast, tendenziell nach den Dingen, die ich jetzt gesehen habe, gäbe es für mich persönlich interessantere Titel. Aber deswegen, jeder muss ja auch für sich selber gucken und entscheiden, was er mit seinem Geld macht. Und wir können das ja jetzt auch nicht, also das ist ja wie gesagt keine Aktienanalyse, die wir jetzt hier gemacht haben, sondern wir haben so Blitzlicht mal reingeguckt und einfach mal rausgespült, was uns jetzt eben dazu eingefallen ist. Genau. So. Sollen wir weitergehen zu Nordson Corporation? Wer hat die denn geschrieben, dass ich es schnell finde? Thomas. Thomas hat es geschrieben. Nordson Corporation, dann machen wir das doch gerade mal. Erstmal gucken, was die Schönes machen. Und dann gucken wir uns das gleich auch mal wieder an. Das ist kein Mischkonsum. Die machen irgendwas Industrielles, ich weiß es aber gerade nicht. Aber die waren auch so von Präzisionanlagen zum Auftrag von Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen. Ein amerikanisches Unternehmen und hat Betriebsstätten in über 30 Ländern. So, ich bräuchte jetzt dann ein Ladekabel. Das ist der dezente Hinweis an das Backoffice. Ladekabel wird gebraucht. Weil mit 17% wird es dann irgendwann eng. Die Aktie sieht aber spannend aus. Thomas hat tendenziell immer interessante Titel, von daher bin ich da auch ganz, ganz gespannt drauf. Ich kann schon mal eine kleine, eine Sneak Peek geben. Ich hatte mit dem Thomas jetzt die Tage mich schon mal ausgetauscht und wir werden zukünftig mal ein, zwei kleinere Titel dann auch in irgendwie so 10, 15 Minuten Videos mal besprechen, weil er hat da echt immer ganz interessante
Titel aus der zweiten oder dritten Reihe und das finde ich sehr, sehr spannend. Was mir hier auffällt, jetzt unabhängig davon, dass Norths von den Dividendendaten relativ ähnlich zu Sherwin-Williams ist. Also Thomas meint, er gibt nicht so viel auf Dividendenraten aus der Zukunft, aber wir sehen hier ähnliche Ausschüttungsquoten, eine idente Dividendenrendite und auch Dividendenzahlungen, also die Kontinuität ist relativ ident. Also von den Dividendenkennzahlen her eigentlich... Echt ähnlich, ja, stimmt. Auch mit 0,8% Dividendenrendite, ja. Weil das ja vorhin kritisiert wurde. Payout nur mit 26% momentan. Also, das ist schon interessant. Und in der Vergangenheit, jetzt kann ich euch, ich muss mir da nochmal einen Shortcut legen fürs nächste Video, dass ich da nicht immer rumklicken muss hier. Sorry dafür. Das ist die richtige. Wo sind wir zu Hause? Hier. Kann ich ja nochmal ganz kurz von oben reingehen. So, jetzt ist euch schlecht geworden, wenn ihr das irgendwie auf einem kleinen Bildschirm hattet. Wenn man da jetzt die letzten 5 Jahre die Performance anguckt, dann wären das inklusive Dividende stattliche 209% gewesen, was eine ordentliche Hausnummer ist. Ist auch relativ volatil, also zwar niedriger als Vergleichswerte, aber trotzdem volatiler als der, sag ich mal, Standardmarkt. Gut, hier nach der Discounted Cashflow-Analyse ist sie derzeit etwas überbewertet. Wenn wir jetzt mal weiter runter gucken, aber hier Wachstum soll auch in den nächsten Jahren jenseits der 11% pro Jahr liegen. Lag es wahrscheinlich auch in der Vergangenheit, nee, bei 9,3%. Aber auch da, also sieht zumindest so aus, als würde da ordentlich Geld verdient werden. Da ist die spannende Frage, gerade das Thema Klebstoffe und so weiter, wie jetzt die Corona-Krise da Auswirkungen zeigt oder eben nicht, weil viele Dinge ja tendenziell eher gestoppt wurden. Das ist, glaube ich, was, wenn man sich näher mit dem Titel beschäftigen möchte, was man sich da angucken sollte, wie da jetzt die aktuellen Daten zu aussehen. Ich weiß nicht, ob jetzt hier irgendwie die aktuellsten Quartalszahlen und so weiter mit berücksichtigt worden sind. Das sollte man sich da definitiv angucken. Aber so als mittelfristiger Kandidat, wenn man da noch ein bisschen Wachstum will, weil Market Cap, wie gesagt, die liegen jetzt hier nur bei knapp 11 Milliarden, ist durchaus ein interessanter Kandidat, oder? Von den Daten, die ich gesehen habe, schon. Ich habe mir gerade das Kurzporträt durchgelesen. Mhm. Und ich muss sagen, das ist mir zu viel und gleichzeitig ist es irgendwie zu wenig. Also ich kann da nicht viel rauslesen. Also da bräuchte ich vermutlich noch etwas länger, um mich da beim Geschäft einzulesen. Ja gut, das sollte man ja sowieso dann nochmal definitiv in Ruhe machen. Aber jetzt so von den Zahlen her, und wenn man, also dürfte eher ein zyklischer Kandidat sein, wenn man damit kein Problem hat und sich so ein bisschen nochmal einliest, ist durchaus ein interessanter Titel, wie ich finde. Ja, gibt bestimmt einfache Geschäftsmodelle, das heißt nicht, dass sie besser laufen. Also bei Tyson zum Beispiel im Kurzporträt steht, die machen Fleisch, Huhn, Rind und Schwein, Ende. Also, und hier ist das Kurzporträt halt eine halbe Seite lang, also naja. Ja gut, klar. Jedes Unternehmen ist ja unterschiedlich unterwegs. So, das Wachstum ist aber doppelt so hoch wie bei Unilever. Dividende sollten sie aber kürzen. Das war wahrscheinlich auf die andere Aktie eben noch bezogen. Ne? Aber das hatte ich ehrlicherweise nicht gesehen. Aber ich habe es nicht verglichen mit Unilever. Muss ich gestehen. Unilever. Mal schauen. Die Frage ist halt auch, kann man das weiter, also langfristig durchziehen? Weil ich meine, Umsatz um 40% steigern, das hat sogar Kraft Heinz geschafft während Corona. Also, ja, das war dieses Jahr nicht unbedingt so cool. Ja, okay, das stimmt allerdings. Die Frage ist, ob das nachhaltig ist und ob die meisten Menschen dann nicht die Produkte am Ende sogar wegschmeißen. Ja. Aber ja, schon ein interessantes Phänomen, dass da auf einmal Produkte gekauft werden, wo die Leute, die kaufen dieses Produkt normalerweise nie und wegen Corona aus Panik irgendwie, da wurden dann Produkte gekauft,
Ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, aber die Menschheit ist manchmal nicht so ganz erklärbar. Ja, da, ja, das kann mal so im Raum stehen. Gut, was nehmen wir als nächstes? Ich würde sagen Innovative Industrial. Das wurde schon zweimal von Sven reingeschrieben. Ja, dann machen wir das Aber doch Sven, wenn dir gerade. langweilig ist, kannst du auf meine E-Mail antworten. Dann machen wir das. Innovative Industrial Properties. Da werden spannende Aktien reingeschrieben, die alle Analystenratings haben, die stark steigend sind. Ist das Zufall oder orientiert sich da jemand nach Analysten? Was ja auch kein Fehler ist. Das weiß ich nicht, aber es ist ja erstmal, ich finde es erstmal prinzipiell Also wir haben einen REIT, ganz eindeutig, interessant. im Bereich Industriegrundstück, okay, Krass. die an staatliche Besitzer oder Betreiber weitergegeben werden. Okay. Cannabis Kann. Facilities. Oh, okay, stopp. Ich Gut, glaube, man holt sich damit da. scheidet es für mich schon aus. Man holt sich da, glaube ich, auch ein gewisses Risiko mit ins Portfolio, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, spannend. Also die haben jetzt auch, wenn ich hier reingucke, in den letzten 3 Jahren inklusive Dividende 712% gemacht. Kranker Shit. Aber sind Das ist sehr krass. volatil. Ich hole euch mal wieder zu mir auf dem Bildschirm. Eine Sekunde. Ne, jetzt habt ihr dann Tobias wieder groß gesehen. Das muss ich echt fürs nächste Mal besser machen. Also sehr volatil im Vergleich zum Gesamtmarkt. Und die, also tendenziell, ich glaube, Industrie sind sie US-REITs eingeordnet, sind die eher nicht ganz so volatil. Man muss fairerweise sagen, während Corona sind die natürlich alle abgestraft worden oder die meisten zumindest. Sogar welche, wo es für mich gar keinen Sinn gemacht hat, dass sie abgestraft worden sind, aber gut. Das ist nicht EPR-Properties gewesen. Das Da war war zu es klar. Recht. Aber ja, ich glaube, hier ist halt total die Fantasie von Cannabis drin, ne? Könnte ich mir vorstellen. Dass man sagt, also die sind ja auch relativ klein, 2,7 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, dass man sagt, wenn Cannabis jetzt endlich durch die Decke geht, dann vermieten die die Dinger an die Teile. Ich glaube, das große Risiko, das man hier hat, ist, wenn die Firmen, warum auch immer, pleite gehen, dass sie halt dann keine Mieteinnahmen mehr bekommen, ne? Vor allem haben die extreme EBIT-Schwankungen. Also ich weiß nicht, ob das normal ist bei REITs. Also die sind schon massiv, die Schwankungen. Was man da 2017 verdient hat und dann im Vergleich zu 2019 oder im Vergleich zu 2015, das sind schon ganz große Unterschiede. Das sieht man aber auch im Kurs natürlich, aber irgendwie Ja, scheint da das. der Wurm drin zu sein. Keine Ahnung. Also, das Gewinnwachstum ist unfassbar hoch gewesen. Im letzten Jahr sogar um Ja, genau. 300%. Aber dafür im Jahr 2017 gar kein Gewinn. Ja, ist richtig. Und sie haben nur ein, also nur unter Anführungsstrichen 61 Immobilien. Ich weiß nicht, ob das so viel ist für einen REIT. Glaube ich auch nicht. Die haben jetzt eine Dividendenrendite jetzt hier von 3,4% und eine Payout-Ratio von 79%. Ist ja gar nicht mal so viel. Nee, man zahlt aber erst seit 3 Jahren, was ich hier sehe. Ja, Ununterbrochen. das hab ich auch gesehen. Wir können ja jetzt nochmal Innovative Industrial Properties. Gerade mal, die haben doch bestimmt, nicht nur bestimmt, die haben zu 100% da auch eine eigene Webseite. Wo wir ja mal kurz reingucken können. Wie es denn hier aussieht. Our Portfolio. Das ist ja super. Okay, da sind dann die verschiedenen Dinger auf Green Leaf, Cura Leaf. Ja, Das das klingt alles nach Cannabis. war es Quatsch. Was für Seiten treibst du dich rum? Warum? Kann man da shoppen gehen? Wo denn? Auf den, da gleich, über Innovative kann man da gleich was kaufen. Über Innovative jetzt, ich bin nicht. Dass die das gleich auch vermitteln, das Graszeug. Ach so. Dass man da Pflanzen ankaufen kann. Nee, Unser Portfolio. ich glaube eher nicht.
Our business, medical cannabis industry. Ja, das ist Spannend. für mich so ein Wachstums Hype-Thema, das ich nicht unbedingt im Portfolio brauche. Die spannende Frage bei solchen Themen ist halt, wenn man sagt, man will nicht direkt in einzelne Cannabis-Unternehmen investiert sein, aber trotzdem davon profitieren, hat man entweder die Möglichkeit, über die großen Tabakkonzerne irgendwie reinzugehen und sich da vielleicht, der ein oder andere ist ja beteiligt an Cannabis-Firmen, oder man macht das halt eben über diesen REIT hier, wobei ich glaube, ich da auch die Gefahr sehe, dass halt viele davon irgendwie auch wegbrechen werden. Die spannende Frage dann wiederum ist, ob dann, wenn sich das Thema wirklich so durchsetzt, dann die größeren hingehen und diese bereits vorhandenen Plantagen und so weiter von den kleineren, wenn die pleite gegangen sind oder was auch immer, dann aufkaufen. Also ich find's wirklich spannend. Müsste man sich aber auch noch mal genauer mit beschäftigen. Aber wenn man, also wie hat es Markus so schön gesagt, oder auch hier, das hat er ja vom Christian Viröhl, in diesen Venture-artigen Teil des Depots. Ja, genau. Ich glaube, das wäre so ein Titel für den Venture-artigen Teil des Depots, auch wenn sie eine 3,4-prozentige Dividendenrendite haben, ist da unfassbar viel Risiko mit drin, wie ich das jetzt für mich einschätzen würde, hat aber durchaus Upside-Potenzial. Oh, so würde ich das für mich irgendwie zusammenfassen. Man muss auch dazu sagen, dass der Christian Viröhl ein so unglaublich großes Portfolio hat. Ja, Also nicht gut. nur an Werten, sondern auch an Kapital, dass er sich das leisten kann. Das Ich würde ist mal sagen, richtig. alle unter 50.000 Euro sollten sowieso nicht zocken und man darf vielleicht mal ab 100.000. Das ist so mein Grenzwert, wo ich sage, ein Venture Depot macht Sinn. Sonst würde ich persönlich eher auf Stabilität setzen. Aber das ist wohl auch Geschmackssache. Ja, also ich find's interessant. Jetzt hat Sven geschrieben, nein, die vermieten nur medizinisches Cannabis, nicht für die Freizeit. Okay. Ja, es ist die Frage, wie sich das Thema generell entwickelt. Da bin ich zu weit weg, was sich da in Amerika tut. Aber ich find's trotzdem, wie gesagt, ich find's sehr interessant. Kann man sich mit Sicherheit auf einen zweiten Blick nochmal angucken, aber wichtig ist da, wie es Tobias gerade schon erwähnt hat, im ersten Schritt ein solides Portfolio aufbauen und dann kann man über solche Titel nachdenken. Weil wenn dein Portfolio nur aus solchen Titeln besteht, dann schläfst du, glaube ich, nachts tendenziell eher schlechter. Das ist das eine. Und zum anderen ist dein Depot wahrscheinlich dann auch enorm volatil, weil da wird es Titel geben, die ganz gut laufen und andere, die dann total abkacken werden. Und ich glaube einfach, dass es fürs Nervenkostüm und für den Aufbau von Vermögen nicht unbedingt eine, die unbedingt allerbeste Aktie ist, aber das sind viele andere auch nicht. Von daher muss man dann immer gucken. Aber wenn man dann doch ein größeres Portfolio schon hat, kann man das mit Sicherheit mal irgendwie mit 1% Portfoliogewichtung oder sowas reinbringen. Das kann man sich dann schon vorstellen oder könnte ich mir vorstellen, wenn man sich das nochmal genauer angesehen hat und das dann für sich abschließend bewertet hat. Ja. Die Frage ist auch, was bringt es, wenn du 1% deines Portfolios in sowas investierst? Also würdest du verkaufen, wenn die Aktie auf 2% steigt? Also von deinem Das ist halt dann Depotwert? die Frage, Oder? ne? Da brauchst du halt ein Ja. Exit-Szenario und ich bin Genau. tendenziell kein Exit-Szenario-Fan, wie du Ja. weißt, und wie die Zuschauer bei mir, glaube ich, auch wissen. Von daher müssen wir gucken. Ja, oder die haben ja immerhin auch 3,4% Dividendenrendite. Behältst du sowas dann langfristig irgendwie? Also, da muss man dann für sich selber so ein Szenario finden. Ich hätte jetzt noch keins, aber wir haben uns ja jetzt auch eben nur irgendwie 5 Minuten die Aktie angeguckt. Und man sollte auch nicht auf Basis dessen, was wir hier gerade tun, eine Kaufentscheidung treffen. Macht das bitte nicht, sondern guckt euch die Sache nochmal seriös selbstständig an und bewertet das dann für euch abschließend.
gibt es ja schon wieder Diskussionen über REITs im Chat, über Prologis und über Stack Industrial. Ich würde vorschlagen, wir gehen zu Martin Marietta Materials, wurde ja vorgeschlagen. Ah, spannend. Aktienchart auch. Das wäre nämlich ein Bergbaukonzern. Martin Materials, okay, den muss ich gerade mal rauskopieren, dann gucken wir uns die an. Erzähl schon mal, sorry. Ja, also sind im Bereich Baustoffe, glaube ich, kann man jetzt auch mal Rohstoffe tätig. Haben Granulat, Zement und sowas. Und sind aus Amerika, meines Wissens. Ja, genau, sehe ich hier gerade. Mhm. Ja, ist halt ein Rohstoffkonzern. Für, was steht hier? Chemische Produkte, genau. Steinbruchbetreiber sehe ich jetzt hier. Zweitgrößte Produzent von Gesteinkörnungen in den USA. Ja. Das ist ja auch interessant. Der größte dürfte Vulkan sein. Kann das stimmen? Ja, Vulkan Materials. Ich kenne mich gar nicht aus da. Das war in dem Buch, wie heißt denn das Buch von Peter Lynch? Okay, nee. Okay. irgendwie, das klassische Buch von Peter Lynch, da geht es auch um Bergbaukonzerne und so Steinkonzerne. Mhm. Und da habe ich mir die beiden angeschaut, ist mir aber etwas zu zyklisch, muss ich gestehen. Also ich schaue, dass ich eher meine Finger von zyklischen Unternehmen lasse. Und da hätten wir jetzt einen Fall. Na, die haben ja während der Corona-Krise im Tief sogar, ihr Kurs hat sich einmal halbiert. Ja. Jetzt hat man es zumindest geschafft, also ansatzweise wieder in die richtige Richtung zu gehen. Ich kann euch ja mal wieder zu mir holen, dass ihr auch was seht. Und zwar hier hätte man in den letzten 5 Jahren inklusive Dividende eine Rendite gemacht von 31,1%. Also sind irgendwie knapp über 6% im Jahr brutto. Ja. Ja, aber eben wie du gesagt hast, unterliegen halt einer gewissen Zyklik und gerade in der jetzigen Phase leiden diese Unternehmen natürlich stärker als andere. Hier wird gesagt, ist unterbewertet 30%. Gut, ja, mag sein. Genau, aber die Frage ist eben auch, wie dein Portfolio heute eben aufgestellt ist und ob man unbedingt so viele zyklische Unternehmen eben mit dabei haben möchte oder ob man eben andere zyklische Unternehmen mit dabei haben möchte. Für mich, weiß nicht, ob ich einen Steinbruch bei mir im Depot haben will. Fühlt sich irgendwie, hört sich auf jeden Fall komisch an, kann aber trotzdem natürlich ein gutes Investment sein. Also ja. Ne, man darf ja nicht N gleich 1, ja, also von mir aus nicht auf andere schließen. Zukünftiges Wachstum, Gewinnwachstum ist hier prognostiziert mit 7%. Und in der Vergangenheit lag sie bei 15,5, also das Wachstum soll in der Zukunft deutlich abflachen. Wird vermutlich jetzt auch eben durch die Gesamtsituation geschuldet sein, dass da generell erstmal zurückhaltender agiert wird. Wenn wir jetzt nochmal weiter runtergehen, Dividende liegt jetzt bei 1,09%. Und lass mich mal reingucken. Ja. Also man hat wohl, ist es immer gleich, ja. Also es gab viele Jahre zumindest seit 2010, wo man die Dividende zumindest stabil gehalten hat. Und dann seit 2017 hat man angefangen, die Dividende dann auch leicht zu steigern. Hat eine aktuelle Payout von 22 und zukünftig auch so um die 22% rum. Ja. Willst du dazu noch was sagen? Eigentlich nicht. Also ich habe mit dem Thema schon abgeschlossen, nachdem ich mir die alle angeschaut habe, nach dem Buch. Ja, okay. Wir können mal ein bisschen über Zykliker reden. Weil ich schaue gerade auf mein Portfolio und sehe, ich habe bis auf die Ölwerte, also Gazprom und Shell, keinen zyklischen Wert drinnen. Disney vielleicht noch, gut. Und Airbus, das sind die einzigen, aber die beiden will ich sowieso rauskicken. Okay, willst du Disney rauskicken aus deinem Portfolio? Ich habe sie aus dem Sparplan genommen. Okay, das ist aber ein Unterschied, ob man die rauskickt oder ob man sie aus dem Sparplan nimmt. Eben, aber aktuell will ich eben nicht zu dick investiert sein in Disney, weil die, wie gesagt, über 30%, also über ein Drittel durch ihre Freizeitparks verdienen und ihre Kreuzfahrten. Und nachdem ich das Ganze nicht ganz abschätzen kann und mir die Positionsgröße eigentlich reicht, mit aktuell 3% Portfoliogewichtung, habe ich jetzt mal gesagt, da kommt lieber was aktuell ein bisschen besser läuft rein. Und Apple habe ich mir auch überlegt, ob die kurzfristig aus dem Sparplan fliegen. Ja, das kann ich sogar nachvollziehen.
Also ich habe auch jetzt lange überlegt, was ich mit der Apple-Position machen soll. Ist ja auch bei mir mittlerweile 120% irgendwie absolut im Plus. Schon ganz nett. Ja, aber kann man sich dran gewöhnen, irgendwie schon verrückt. Ja. Und Microsoft ist ja mittlerweile, oder bei mir zumindest auch irgendwie bei 70% wieder angekommen. Das ist schon krass irgendwie, wie die Tech-Werte in der jüngeren Vergangenheit zumindest gelaufen sind. Also na, da. mir geht es eher um die jüngste Vergangenheit. Also man kann doch nicht, also man kann doch keinen Aktiensplit ankündigen und dann in einem Tag um irgendwie 7, 8% steigen. Das macht ja absolut keinen Sinn. Ja, aber die Börse ist kurzfristig betrachtet immer irrational. Oder Immer irrational. meistens. Oder Ich achte öfters. trotzdem noch auf die Fundamentaldaten und die sagen mir mittlerweile, ich habe letzte Woche drauf geschaut, da Ja. waren es Abwärtspotenzial von 40% auf dem fairen Wert. Jetzt sind wir bei 46%. Was bei meiner komfortablen Position irgendwie immer noch in Ordnung wäre. Ja, ich habe Also. erst zwei Sparplanausführungen. Mir ist auch egal. Ja, okay. Also, aber das ist wirklich was, wo man überlegen muss. Auf der anderen Seite ist es ja immer so, es ist momentan auch aus meiner Perspektive nicht unbedingt krass begründbar, aber trotzdem, ne, die Frage ist immer, es kann ja trotzdem weiterlaufen. Also, wenn ich mir eine Tesla angucke, und die in ein Verhältnis setze, dann hat die Apple aber noch Potenzial, ne? Also, Ja, je klar. nachdem, wie man das dann sieht. Glaube ich schon, dass die Aktie auch trotzdem einfach noch weiter und weiter und weiter laufen kann. Und wir hatten ja in einem der letzten Livestreams gesagt, welche Firma wird die erste sein mit einer Marktkapitalisierung, was von, wir hatten gesagt, 5 Billionen waren es, ne? Ja, klar. Ja, also vielleicht ist das Wir sogar am hatten. Ende eine Apple. Naja, stopp, stopp, wir hatten auf 10 Jahre gerechnet, nicht morgen. Also das ist ja Ja, schon. gut, Details. Na, das ist absolut übertrieben. Klar, die machen jetzt nicht nur Handys, das ist mehr als ein Handykonzern, aber das ist ein bisschen zu viel des Guten. Ja, ich verstehe das, aber also auf der anderen Seite, es ist so spannend, irgendwie diese selbsterfüllende Prophezeiung, weil du bist einfach groß, dementsprechend bist du stark gewichtet in den verschiedenen Indexen, also jetzt im Dow Jones dann nicht mehr nach dem Aktiensplit, aber in dem MSCI World und so weiter. Und sobald wieder Geld in den Markt fließt, wird halt automatisch auch Apple gekauft. Lass mich mal nachschauen, wie der MSCI World steht, weil ich glaube, für jede 100 Euro, die du in den MSCI World investierst, liegen 6 Euro in Apple, also liegen Bestimmt da. hätte ich auch gesagt, ja. Und das ist einfach nicht mehr, also das ist ja kein Weltinvestment mehr. Ja, 5% sind sehr gut, trotzdem viel. Ja, und wenn du dir überlegst, dann gibt es ja auch noch irgendwelche Fondsmanager und was auch immer, und die werden schon auch gucken, dass am Ende des Jahres auf jeden Fall eine Apple irgendwie im Portfolio mit drin war, was sie dann ihren Leuten da zeigen können, was sie denn alles so Tolles gemacht haben. Also ich glaube schon, dass es dann wie so ein Rad der Selbsterfüllung und so, du bist groß gewichtet, es gibt mehr Geld, das jetzt wieder den Markt fliegt, dann so, dann gibt es irgendwelche Vögel, die denken, dass sie auf einmal viel mehr Apple-Aktien haben, weil sie einen Aktiensplit bekommen und dass das ja jetzt super ist. Ich glaube, es gibt schon auch viele Menschen, die keine Ahnung haben. Aber fundamental gebe ich dir dann schon recht. Ja, natürlich war jetzt Tesla und Apple ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, das stimmt Ja. schon, aber also wie muss denn Tesla wachsen, dass diese Marktkapitalisierung irgendwann mal gerechtfertigt ist? Also es ist ja auch völlig utopisch. Und von daher, wenn man das jetzt, also dieses Utopische mit dem anderen in ein Verhältnis setzen würde, was jetzt eine Absurdität wird irgendwann, aber dann hätte man da schon noch Potenzial. Aber ja, man wird sehen, wo das Ganze hinführt. Ich werde trotzdem weiterhin investiert sein. Ja, Ich ja. bin immer noch am Überlegen, ob ich vielleicht einen Teilverkauf machen soll. Weiß es aber ehrlicherweise noch nicht. Also, du weißt, ich bin ein Freund von Daten und Zahlen. Ich habe jetzt mal vom Dotcom-Crash angeschaut, was da passiert ist davor. Und da war es auch so, dass die großen Tech-Konzerne alle mit Aktiensplits begonnen haben. Also, mag ein Zufall sein, aber Ja, okay, das glaube ich jetzt ja. nicht, weil es sind ja nicht. Ich.
Also, ja. Dass die Tech-Blase platzt, also, weiß ich nicht, Apple, Microsoft, Netflix und Tesla, glaube ich schon. Das ist nicht, hier hat auch der Sven reingeschrieben, 40% Wachstum pro Jahr und 200% Kursgewinn, das passt nicht zusammen. Richtig, also das sehe ich genauso. In dieser kurzen Zeit passt nicht. Also klar, auf einen langen Zeitraum schon, aber zwar jetzt in 3 Wochen hat sich irgendwie Tesla verdoppelt. Also das ist nicht ganz realistisch. Nee, das stimmt schon. Die Frage ist eben, also muss es diesen Abfall geben oder wird es einfach eine Seitwärtsbewegung sein? Ja, gut, das stimmt. Also weiß man ja nicht unbedingt. Aber wir werden es mit Sicherheit miterleben. Ja, die Frage ist, ob wir investiert sind. Ich werde auf jeden Fall investiert sein. Die Frage ist, mit welchem Betrag. Aber ich werde trotzdem weiterhin dabei bleiben. Also ich würde jetzt nicht anfangen, deshalb meine Apple-Aktien zu verkaufen. Ich habe geschaut, Apple hatte ich eine Sparplanausführung erst zu 25 Euro. Und die ist aktuell bei, lass mich nicht lügen, 31,89 €. Siehst du mal. Also, wenn ich damit dabei bleibe und die verdoppelt sind, bin ich auf 50 Euro. Du alte Maschine. Dann läuft's. Sehr schön. Der Barney hat jetzt noch, ich glaube, er hat schon dreimal geschrieben. Deswegen, Barney, wir ignorieren dich nicht. HP. Ja, du. Können wir gerne mal anschauen. Und dann würde ich noch kurz mal auf Tyson Foods zu sprechen kommen. Da gab es vorhin auch eine kleine Debatte. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Aha. Gerne machen natürlich. Es dauert immer ein bisschen hier, dass wir alles offen haben. Wir haben so viele Seiten alle. Wer hat durchschauen können? HP. So, was haben wir denn hier? Also dürfte jedem bekannt sein, machen ja Drucker und sowas ja. Und Computer. Also das ist keine. Nichts, was man nicht kennt. Nee. Ich sehe gerade das größten Aktionär, Dodge und Cox. Warte mal. Kenne ich nicht mit 12%, das ist sogar viel. Also, oh ja, krass. Mhm. Das ist krass. Umsatzentwicklung seit 2011 negativ, also sieht ähnlich aus wie bei IBM. Mhm. Dividende ist auch volatil, was ich hier sehe. Wenig Eigenkapital. Ja, zukünftiges Gewinnwachstum wird hier mit 4,5% prophezeit. Ist jetzt nicht so viel. Ist eigentlich interessant, oder? Wenn man überlegt, ich habe jetzt die jüngsten Quartalszahlen mir nicht angeguckt, aber eigentlich müssten die doch ein totaler Profiteur sein von der aktuellen Situation. Weil, warum? Also, weil mehr Menschen ins Homeoffice gehen und dementsprechend die Ausstattung für ein Homeoffice gebraucht wird. Ja, was kaufst du dir? Du kaufst den Apple MacBook oder einen Windows PC? Na, unsere Firma benutzt HP Laptops. Ist das so? Ja. Was haben wir denn dieses Jahr beim Gewinnwachstum? Also von daher. Wie kann das sein? Kein geschätztes, sogar Verluste dieses Jahr. Nein, Verluste nicht, aber kein Wachstum. Okay. Also ich kenne keinen HP-Laptop mehr. Drucker, ja. Ich kann dir den zeigen, wenn ich... ja. Also es ist keine Lüge. Wir benutzen HP-Laptops. Kann man jetzt gut oder nicht gut finden, aber ja, ich glaube aber, dass Apple generell eher nur so in kreativeren Unternehmen dann verwendet wird und irgendwelche anderen Geräte dann vielleicht auch als Alternative zu HP-Geräten im Einsatz sind. Vom Gefühl her finde ich aber immer noch, dass die Marke HP, jedenfalls bei mir persönlich, noch für Qualität steht, auch gerade was das Thema Drucker betrifft. Auf der anderen Seite wird natürlich immer weniger gedruckt und wenn ich mir überlege, eigentlich drucke ich meistens nur offizielle Dokumente und ansonsten drucke ich auch nichts mehr. Ja. Vor allem, also Cisco Router sind ja auch nicht schlecht, aber trotzdem läuft die Aktie nicht, also das ist ja immer unterschiedlich teilweise. Die Kursentwicklung und der eigentliche Wert oder das eigentliche Produkt. Ich sehe auch, die haben 3D-Drucker zum Beispiel oder arbeiten daran. Das könnte spannend werden. Mhm. Sonst, ja, ist halt irgendwie auch vom Logo so ähnlich zu IBM. Da sehe ich schon
Ähnlichkeiten. Aber also ich weiß gar nicht, wie hoch ist denn die Ausschüttungsquote bei IBM? Weißt du es zufällig? Hier ja, sind wir. Die dürfte so um die 70%, 60, 70%. Da ist man hier noch komfortabler unterwegs, ne? Mit 33%. Ja, man senkt doch an, alle ein paar Jahre. Also wir haben hier 3 Jahre Erhöhung und bei IBM sind es 24, 23. Also die sind bald Aristokrat. Ja, also IBM finde ich spannender tatsächlich. Jetzt oberflächlich betrachtet. Ja, du hast, ja. Schon richtig mal zwischendurch auch mal die Dividende dann wieder rausgenommen. Vor allem haben wir bei IBM 5% Anfangsdividende und bei HP sind es 3,3 oder so. Ich habe 3,7 jetzt hier, ja, aber ja. Kommt wahrscheinlich auch immer dann drauf an. Ja, ist auch tendenziell eher einer von den Kandidaten, die irgendwie mal früher wichtig waren und die jetzt so langsam am Aussterben sind, wenn ihnen jetzt nicht bald was einfällt, ne? Kommen Verlierer, eindeutig. Also, schade eigentlich, dass diese Firmen irgendwie es nicht schaffen, irgendwie signifikantes Wachstum weiterhin zu generieren. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Cash die irgendwie rumliegen haben, aber da arbeiten ja auch nicht nur 3 Mitarbeiter, ne? Dass da irgendwie. Vier sind es, glaube ich. 4? Okay, 4. Man hat immerhin. Okay, ich weiß gar nicht, ob das stimmen kann, was hier jetzt steht. Kann das stimmen? Mal nach, warte. Also ich glaube nicht, dass die Zahl stimmt, weil dann hätten sie von 2015 auf 2017 ihre Belegschaft gefünftelt. 56.000. Ah ja, krass. Und hier sehe ich jetzt, in 2015 hatten sie noch 287.000, falls diese Zahl richtig ist. Also nicht sicher, ob diese Zahl stimmt. Falls es so wäre, dann waren bestimmt die Abfindungen, die man da gezahlt hat, das war bestimmt ein teurer Spaß. Ja, dann verstehe ich auch, dass man die Dividende kürzen muss. Ja, das kann natürlich, war das dann in dem Jahr, also 15, 16? Wird hinkommen, ja, tatsächlich. Könnte sein, dass es da eine Korrelation gibt, aber weiß ich jetzt auch nicht genau, aber ist ja verrückt, ne? Dass man da irgendwie 80%... Ja, vielleicht hatten sie sich auch abgespalten und deswegen ist es so verrutscht. Also das ist ja auch... Ja, okay, müsste man sich dann im Detail wahrscheinlich nochmal angucken. Und zur Frage vom Sven. Ich habe gerade geschaut, wer der Führende ist bei 3D-Druckern. Ich finde nichts dazu. Also okay. Da gibt es keine eindeutige Position oder keinen Namen. Gut. Möchtest du über Thais Foods ganz kurz sprechen? Da gab es nämlich vorhin die Frage, ich werde sie ganz kurz heraussuchen. Ja, klar. Warum findest du Thais immer noch so spannend? Also ich weiß nicht, was immer noch heißt. Ich habe die mal gekauft im Februar des letzten Jahres zu einem unglaublichen Kurs von 80, 87 Euro. Aktuell stehen wir bei 53. Ja. Was machen die? Die machen Fleischproduktion. Ist der größte Fleischproduzent Nordamerikas oder zumindest der USA, ist der 6. größte Food-Konzern, glaube ich sogar, den es gibt, mit einer Market Cap von, was haben die, 19 Milliarden Euro. Also die haben Geflügel, Rind, die haben Fertigprodukte, Gefrorenes und sie haben auch Schweinprodukte, also Schweinefleisch und sind vor allem bei der Geflügelproduktion, also beim Hühnchen Führer mit da, bei denen halt 30% Produktion. Ist halt ein Geschäft, das aktuell auch nicht ganz in Mode ist. Die Leute wollen ja vegan sich ernähren, wollen Beyond Meat Burger oder irgendwelche. Du meinst überteuerte Beyond Meat Burger? Also ich muss euch sagen, okay, jetzt müssen wir kurz einen Exkurs machen. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Nein. Und zwar haben wir bei uns verschiedenste Produkte verkostet. Alles, was irgendwie momentan vegetarisch, vegan irgendwie an Fleischersatzprodukten da auf dem Markt rumhopst, ja, auch Eigenmarken, Lidl, Aldi, Edeka und so weiter. Und da muss man sagen, da sind echt Produkte dabei, unfassbar ekelhaft. Also da muss man sich genau angucken, was man für Produkte wirklich kauft, weil da sind echt Sachen dabei und am enttäuschtesten für mich war, ohne jetzt hier irgendwie, ne, komplett private Meinung,
Iglo hat jetzt auch angefangen, so vegetarische Produkte zu machen und hat da auch irgendwelche Minischnitzel und was auch immer. Ganz Es kurz, ist. gehört Iglo zu Unilever, kann das Nee, sein? nee, nee, Iglo gehört nicht zu Nee, Unilever. okay. Ich weiß nicht, ob die überhaupt eine Aktienfirma ist oder ob die eigenständig sind. Es ist so ekelhaft. Also gefühlt ist es so, dass sie festgestellt haben, oh, die geben jetzt alle Gas, wir müssen auch was machen. Ja, dann hol mal einen Willi bei, der soll mal was irgendwie in den Mixer hauen und los geht die Party. Also so schmeckt das. Es ist wirklich unfassbar ekelhaft. Und da gibt es noch ein, zwei, also die Eigenmarken sind teilweise auch echt, ja. Und ich fand auch, dass im Vergleich auch so ein Beyond Burger nicht so gut abgeschnitten hat, wenn man die wirklich mal miteinander vergleicht und wenn du dann guckst, wie die preislich unterwegs sind. Also ich glaube, wenn die Verbraucher anfangen würden, die Produkte wirklich mal verschiedene Produkte nebeneinander zu legen und zu testen, da würde dem einen oder anderen schon so ein bisschen die Augen aufgehen. Und das Schlimmste finde ich, wenn du dann wirklich mal Leute hast, die sagen, ach, könnte ich mir mal vorstellen, so ein Ersatzprodukt zu essen. Und die greifen dann zu so einer Eigenmarke, die essen das einmal und sagen, das hat ja ekelhaft geschmeckt. Wie kann man nur so ein Fraß essen? Und das Thema dann irgendwie wieder beiseite legen, weil es gibt wirklich gute Alternativen, wenn man das möchte, ne? Muss ja jeder für sich selbst entscheiden, aber es gibt auch echt ekelhafte Produkte. So, sorry. Ja, Exkurs beendet. ist es so bei Konsumenten ein Trend, dieses Beyond Meat Zeug, weil an der Börse ist das so ein absoluter Hype. Aber merken das die Konsumenten? Essen die ausschließlich das oder ist das irgendwie Thema bei denen? Also jetzt die Aktie oder was meinst du genau? Nee, dieses Fleisch. Also, oder gibt da, ist das gar nicht die Nummer eins bei den Konsumenten? Ist eine gute Frage, könnte ich dir jetzt so gar nicht beantworten. Ich würde vermuten, so im Gesamtmarkt, also Beyond Meat macht ja nur bestimmte Produkte. Und Ja. ich glaube, die Nummer 1 im Markt müsste, jedenfalls in Deutschland, müsste die Mühlenfirma sein. Ui, das klingt schon nach harter Konkurrenz. Also die machen ja auch ganz normale Fleischproduktion hier. Wie heißen die denn genau? Also die machen hier Mühlenhack und was auch immer. Und die sind nach meinem Kenntnisstand die stärksten, zumindest in Deutschland. Und die machen auch, muss man neidlos anerkennen, größtenteils echt gute Produkte. Also fand ich sehr, sehr Kenne interessant. ich nicht. Kenn ich nicht. Weiß ich gar nicht, wie präsent die in Österreich sind, aber Ist auch jetzt nicht kann. mein Territorium, Ich den muss aber Burger zu sagen, essen. wenn man die Möglichkeit hat, also mir geht es am Ende ja, genau, Rügenwalder, genau, danke. Danke, Sven, das war's. Die Dinger heißen meistens nur so Mühlen, Schnitzel, Mühlen, was auch immer, Rügenwalder ist korrekt, danke Okay. dir. Hat's gerade nicht im Kopf. So, Tyson Foods. Genau, da waren wir. Nachdem wir diesen kurzen Exkurs hatten zum Thema Nicht-Fleischprodukte und was da alles schmeckt und nicht schmeckt, also bitte mal selber ausprobieren, ich habe da auch keine Ahnung. Der Sven scheint sich ja gerade durchzukosten. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Spaß im Leben, nämlich zu Fleischprodukten. Das kann man jetzt sehen, wie man will, ja. Ich esse selber wenig Fleisch, nur, also Fleisch ist gerade ein Thema, auch an der Börse, das nicht nachgefragt wird, ähnlich wie. Auch ja, Tabak zum Beispiel, Öl, das sind aktuell Themen, die nicht nachhaltig sind und deswegen auch nicht nachgefragt werden. Und das sehen wir auch im Kurs, also seit, wo sind wir, 2016, wenig Bewegung, sehr volatil, aber wenig. Und ja, also aktuell, für Fundamentaldaten hätten wir ein Aufwärtspotenzial von sogar 19% pro Jahr. Wenn wir jetzt nur den prognostizierten Gewinn nehmen für 2022, wir haben eine Dividende von aktuell 2,5%, Ausschüttungsquoten von um die 30% auf Gewinn und Free Cashflow. Wir haben seit 29 Jahren keine Senkung und seit 5 Jahren Steigerung. Und das eben wirklich über die letzten 10 Jahre mit 26%. Also man steht da richtig dahinter. In diesem Jahr 20%. Im nächsten sollen es nur 8 werden, haben sie, glaube ich, geschrieben, und dann wieder über 10. Ja, man käme aber bei dem aktuellen Wachstum auf deutlicher 10% Dividende in 10 Jahren. Ich rechne so mit 6, 7, 8. Das ist, glaube ich, realistisch. Vielleicht ein bisschen pessimistischer, 5 bis 6. Und mein Ziel von 6% Bruttodividende würde erreicht werden, das stimmt. Wir sehen eben bei den Einnahmen ein bisschen Volatilität drin, vor allem beim Cashflow.
sehen, dass teilweise auch Verlust gemacht wurde, 2,5, 2,9. Aber im Großen und Ganzen läuft es, also sehr moderate Umsatzsteigerungen. Margen sind auch nicht so schlecht, sogar die werden gesteigert. Die sollen jetzt um knapp 1% anwachsen und es ist von 4 auf 5 gar nicht so schlecht. Ja, also ich wüsste nicht, bis auf die Ethik, was da nicht stimmen sollte in dem Investment. Aber ich lasse mich da gern umstimmen, aber bis auf die Ethik ist da für mich alles in Butter. Na, ist halt auch die Frage für mich, ist es halt, also die Zahlen sehen jetzt noch so aus, aber für mich, ja, ich weiß nicht, also das eine ist die Ethik und das andere, für mich ist es gefühlt kein wachsender Markt mehr. Und also die Zahlen sagen mit Sicherheit noch was anderes, aber ich glaube, dass das da zukünftig schon ja, eine Umstellung auch einfach geben wird. Und die Frage wird sein, ob man da als Tyson Foods dann auch gute Alternativprodukte hat und wie man da mitgeht. Ich weiß, der amerikanische Markt, wo die ja hauptsächlich dann ja unterwegs sind, ist nochmal ganz anders als jetzt Europa und Deutschland. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber ist vermutlich ja, spannend, was da in der Zukunft noch passiert. Ja, man muss dazu sagen, also man hat jetzt den Umsatzanteil ein bisschen von den USA runtergenommen und versucht auch im Ausland jetzt Gewinne zu erzielen, also auch im asiatischen Raum. Mhm. Also ähnlich wie in der Unilever, würde ich jetzt sagen, vom Modell her, weil in Europa kann man auch nichts mehr verdienen oder kein Umsatzwachstum mehr erzielen. Deutschland gerne genauso. Also die müssen sich alle jetzt langsam mal umorientieren, zumindest vom Marktplatz. Also ich glaube, dass da nicht so viel Unterschied ist zu den herkömmlichen Konsumgüterherstellern. Ja, interessant. Cool. Jetzt sind wir auch schon, warte mal, jetzt sehe ich es ja gar nicht, aber ich glaube, wir sind auch schon wieder ein paar Minuten. Ganz kurz. Ja. Also ich glaube, Thomas hat sich angegriffen gefühlt. Das war gar keine Kritik. Das hat nur geklungen, als wäre die Aktie kein Kauf für dich. Du hast hier geschrieben, ich wollte eigentlich nur fragen, ob du nachkaufen möchtest. Ja, also, weil ich die aktuelle Position war ein Kauf von 800 Euro, die ist mittlerweile nur mit 500 Euro groß und ich würde nochmal 400 Euro einkaufen auf 1,2 und so ein bisschen den Einstiegskurs verbessern und dann einfach laufen lassen. Genau. Kein Beef. Kein Beef. War kein Angriff. Richtig, das passt bei Tyson. Unfassbar lustig. Da ging gerade 5 Euro in das Lustigschwein oder wie auch immer man das da nennt. Richtig, und das schickst du dann zu mir. Ich glaube nicht, nein. Aber netter Versuch. Ja, können wir definitiv machen, Sven. Mal so ein Japan-Stream. Ja. Das ist ein gutes Thema. Ja. Das gab es letztens mit Indien bei euch. Genau, ja. Fand ich sehr, sehr cool, hat super viel Spaß gemacht irgendwie. Und man lernt bei solchen Sachen dann auch immer selber unfassbar viel dazu. Und auch heute wieder, ich meine, die meisten Titel kannte ich nicht. Und es ist einfach super interessant, Inspirationen zu bekommen. Und man ist ja selber auch nicht immer, weiß nicht immer alles und ist nicht immer über alles informiert. Und diese Inspirationen und dann gemeinsam mit euch da mal reinzugucken. Also mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Meinst du heute jetzt das Ding? Oder ja, genau, heute das Ding jetzt, was wir heute gemacht haben. Ich fand auch gut, dass Vorschläge kamen. Vor allem auch nicht nur Goldminenaktien. Was ja wir haben es ja extra am Anfang gesagt. Was im Vorfeld so meine Befürchtung war, ne? Befürchtung, genau. Also war echt nett. Freue mich auch auf nächstes Spiel mit dir und dem Sven zum Thema Länder. Also investieren da. Können wir gern wieder machen. Aber ja. Ich glaube, dass die Leute eher daran interessiert sind, dass wir wieder philosophieren. Ich glaube, das macht so unseren Stream aus. Ja, vielleicht kombinieren wir es beim nächsten Mal. Aber war ein guter Anfang, denke ich. Ja, also das ist ja auch, es gibt ja nicht nur eine richtige Art oder wie auch immer, sondern ich finde, ab und zu muss man einfach mal neue Wege gehen und andere Dinge ausprobieren. Und ja, wie gesagt, also die Leute, die jetzt noch im Chat sind oder auch die Leute, die sich das Video später angucken, gerne einfach mal drunter schreiben, wie euch dieses, sagen wir mal, einfach andere Format gefallen hat und ob das irgendwie für euch auch eine Alternative ist zu dem, was ich sonst gemeinsam mit dem Tobias mache.
Oder ob ihr sagt, Gottes Willen, den Schmarrn, den er da gemacht hat, braucht kein Mensch. Dann ist das auch okay. Ja, wir sind ja immer offen für Feedback. Man macht nicht immer alles richtig, das ist völlig normal. Am Ende geht es ja darum, ich meine, ich habe für mich heute was mitgenommen. Ich denke, du für dich auch. Wenn ihr was für euch mitgenommen habt und ein bisschen Spaß hattet bei der ganzen Sache, glaube ich, dann ist der Sinn und Zweck des Ganzen mehr oder weniger ja schon erfüllt. Ich habe sogar ein bisschen mehr mitgenommen, weil Nords ist auf meiner Watchliste gelandet. Siehst du? Werde ich mir die nächsten Tage nochmal anschauen. Ja, sehr cool. Ja. Schön. Hast du noch abschließend ein paar Worte für unsere Zuschauer? Außer, dass ich mich gefreut habe, wieder mal dabei sein zu können und dass mein Mikrofon beim nächsten Mal hoffentlich etwas besser klingt oder ich sogar schon Neues habe, dann ja, bedanke ich mich einfach, dass wieder so viele dabei waren. Bei dir ist es echt, also bei Streams, Hut ab, da sind immer ganz, ganz viele Zuschauer, also das ist echt eine sehr treue Community und ja, finde ich gut, habe mich gefreut und übergebe dir das letzte Wort. Ja, auch von mir nochmal vielen Dank, dass wieder so viele Leute von euch mit dabei waren und vor allem nicht nur mit dabei waren, sondern dass ihr euch auch immer so fleißig irgendwie im Chat engagiert und dass es da Diskussionen gibt und also ich finde es einfach unfassbar cool und es macht mir dann noch fünfmal mehr Spaß direkt, wenn ich sehe, dass so viele Leute von euch irgendwie engagiert dabei sind. Also vielen Dank an euch, weil am Ende machen wir das ja auch für zum einen natürlich für uns, aber zum anderen natürlich auch für euch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr uns jetzt über eine Stunde zugeguckt habt. Ich gucke, dass ich das zukünftig so mit so Hotkeys irgendwie regel, dass man da besser hin und her springt. Das war vielleicht ein bisschen uncool. Aber wie gesagt, es muss ja immer noch ein bisschen Room for Improvement, nennt man das ja so schön, Neudeutsch, Englisch, wie auch immer. Ja. Also vielen Dank an alle, vielen Dank an dich, Tobias, dass du wieder mit dabei warst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Stream oder auch bei einem meiner nächsten Videos. Guckt auf jeden Fall mal beim Tobias vorbei. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. So, sind raus. Cool.